Einen schönen guten Morgen, meine Lieben. Heute nehme ich ein Video auf, in dem ich euch zeige, wie mein Tag beginnt. Als erstes, was ich morgens mache, ist es, ein volles Glas Wasser zu mir zu nehmen. Ich versuche immer komplett alles auszutrinken. So, und jetzt noch die Haare hochstecken. Los geht's ins Bad. Wie alle gewöhnlichen Menschen wasche ich mir erstmal mein Gesicht mit kaltem Wasser, damit ich aufwache. Und dann putze ich meine Beißerchen mit einer elektrischen Zahnbürste. Und diese Zahnpasta benutze ich immer. Die enthält nämlich kein Fluorid. Die bestellt meine Mutter immer aus der Ukraine. Heute mache ich ein super leichtes Frühstück. Es dauert nur eine Minute. Wenn man morgens nicht so viel Zeit hat, dann ist diese Frühstückskombination das Richtige. Ich habe hier zwei zur Auswahl. Einmal Kokosjoghurt und einmal Kokos-Cashew-Mousse. Die sind beide vegan und enthalten kein Palmöl und haben einen hohen Ballaststoffgehalt. Ich entscheide mich für den Kokosjoghurt. Ich nehme 3 bis 4 Löffel von dem Kokosnussjoghurt. Danach kommen meine gesunden Samen dazu. Ein Mix aus Leim, Hanf, Sesam und Chiasamen. Die sind super proteinhaltig. Und zum Schluss meine Früchte. Und zwar Blaubeeren, Brombeeren und Himbeeren. Danach kommen noch 2 bis 3 Löffel Joghurt hinein. Jetzt stelle ich mein Handy auf Airplane-Mode und kann in Ruhe frühstücken und mir ein paar Videos anschauen. Mm-hmm.
Diese Energiebürste oder Peelingbürste ist der absolute Hammer. Dies mache ich immer vor dem Duschen oder Baden. Die Durchblutung wird angeregt. Die abgestorbene, trockene Haut wird entfernt. Die verstopften Poren werden befreit und helfen, den normalen Lymphfluss im Körper zu stimulieren und Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Das mache ich am ganzen Körper. So, auf geht's in die Dusche, aber ohne euch. Beim Duschen verwende ich folgende Artikel: Body Scrub und Haarmaske. Ich habe hier drei verschiedene Sorten, von denen ich mir immer eine aussuche. Ich habe hier einmal Haarwachstumskur Haarmaske, Indian Haarmaske for Hair Growth und Zucker Körperpeeling Scrub. Dann ein Gesichtsreiniger Cleansing Komplex, Duschgel, Haarspülung und zweimal Haarshampoo. Die variiere ich immer. Bin fertig frisch geduscht. Ich fühle mich wie neugeboren. Diese Bürste ist keine gewöhnliche Haarbürste. Sie hat Wildschweinborsten, mit denen sich die Haare ganz leicht kämmen lassen. Mit dem Bürsten der Haare bin ich jetzt fertig. Dieses marokkanische Haaröl verwende ich für meine Haarspitzen. Und noch ein wenig, das Haar kann ich genug davon haben. Gesichtscreme, die kommt unter meine unteren Augenpartien. Die ist sehr wichtig für unseren offenen Gesichtslook und frischen Ton. Ich mache jetzt weiter mit meiner Gesichtscreme. Ich habe hier zwei. Die vermische ich immer und trage die auf mein Gesicht auf. Damit bin ich jetzt auch schon fertig. Jetzt stelle ich euch zum ersten Mal meinen Gesichtsmassageroller vor. Er hat einen V-Lift-Effekt für ein V-Face und hilft sogar bei einer Migräne.
dachte ich. Und jetzt noch schnell die Haare föhnen, auch wenn die schon fast von allein trocken geworden sind. Nachdem ich euch vorher all dies gezeigt habe, wie man für eine lange Zeit jung aussehen kann und wenig Aufwand aufbringen muss. Noch bin ich nicht fertig. Diese Bodylotion ist mega gut, meine Lieben. Die zieht sehr schnell ein und ist für normale und trockene Haut geeignet. Jetzt geht es zum Schminktischchen. Für einen leichten und natürlichen Look benötige ich heute Folgendes: Lippenbalsam, Augenbrauenstift, Wimpernzange und eine Haarschleife. Zuerst frisiere ich meine Haare und stecke mir eine Blume ins Haar. Fertig! Bei meiner Haustour waren einige enttäuscht, dass ich meinen Kleiderschrankinhalt nicht gezeigt habe. Deshalb mache ich das jetzt. Und jetzt suche ich mir was zum Anziehen aus. Wie wär's denn mit diesem Kleid hier? Ja, das könnte für den heutigen Tag passen.
Ich gehe mich mal umziehen, aber wieder mal ohne euch. Ein paar Schüchen muss ich mir auch noch aussuchen. Und wie ihr seht, habe ich das Kleid auch schon an. Ich nehme die. Ich denke, die passen super zum Kleid. Ich denke, so kann ich jetzt aus dem Haus rausgehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Drücke, küsse und umarme euch.